Namaste. Die heutige Yoga-Klasse führt uns in die Mitte unseres Körpers. Und wir können diese Mitte über verschiedene Ebenen denken. Wir können sie einmal natürlich als physische Mitte annehmen und das entspricht ungefähr dem Raum unseres Beckens. Und wir werden vom Becken aus heute uns aufrichten und uns strecken und von ihm aus arbeiten in dieser Bewegungspraxis. Wir können aber auch zum anderen die Mitte als eine innere Achse betrachten, die durch unseren Körper hindurchläuft, also eine mittlere Linie unseres Körpers. Und ich möchte auch diese mittlere Linie heute in diese Yoga-Praxis integrieren mit dir gemeinsam. Und wir werden das als, ja vielleicht als ein Lot denken und an diesem Lot in dieser Praxis arbeiten. Wir werden uns aufrichten, werden uns aus diesem Lot strecken und werden dann im Hauptteil dieser gemeinsamen Yoga-Praxis in einer Sequenz in Balancehaltungen mit diesem Lot und natürlich auch mit der Größe unseres Körpers arbeiten. Und ganz besonders stehen heute die Beinrückseiten im Fokus dieser Bewegungspraxis. Und alles beginnt mit einem Anfang, mit einem bequemen und guten Sitz. Und ich lade dich ein, diesen Sitz für dich zu entdecken. Und wenn du hier bist in diesem Sitz, dann dürfen die Augen sich auch mal schließen. Dann darf die Welt, wie sie um uns herum ist und wie sie uns beschäftigt, mit all den Eindrücken, mit den Erfahrungen, mit all den Dingen, die wir im Äußeren wahrnehmen, darf diese äußere Welt mal etwas an Bedeutung abgeben und wir von ihr zurücktreten und uns Schritt für Schritt zu uns selbst zuwenden, sodass wir die Aufmerksamkeit also von außen nach innen lenken, hin zu uns selbst. Und wir gehen in einem weiteren Schritt vom Kopfraum und seinen Gedanken, Plänen, seiner Struktur und Überlegungen und all den Dingen, die uns eben so durch den Kopf gehen die ganze Zeit, gehen von dort auch mal los und hin auf eine Reise zum Erfahrungsraum unseres Körpers. Wir tauchen ein vom Kopfraum in den Körper und nehmen ihn wahr, wie wir jetzt körperlich hier sitzen. Die Basis und die Struktur, die uns im Sitz hält, das ist unser Beckenraum und damit auch die physische Mitte unseres Körpers. Und ich bitte dich, in den Beckenraum zu spüren und von dort erst einmal die Aufmerksamkeit in die Hüftgelenke zu bringen. Sie dürfen sich entspannen. Sie dürfen eine innere Weite erfahren. Und dann bring die Aufmerksamkeit weiter in die Beine, wie sie sich anfühlen, wenn sie uns jetzt in diesem Moment gar nicht tragen müssen und keinen Halt aufbauen müssen, wenn sie sich einfach entspannen dürfen. Und über dieses entspannte Gefühl der Beine und der Hüftgelenke kann unser Becken etwas tiefer eintauchen in die Unterlage, auf der wir sitzen. Und wenn wir mit einem symbolischen inneren Blick diese Auflagefläche des Beckens anschauen und betrachten würden, dann könnten wir verschiedene Dinge betrachten. Zum einen natürlich die Größe dieser Auflagefläche des Beckens. Und wenn es uns gelingt, mit dem Becken etwas satter nach unten einzutauchen, dann können wir sehen, dass diese Auflagefläche insgesamt sich vergrößert. Und wir können auch etwas anderes beobachten und das ist die Gewichtsverteilung auf unserem Becken und auf dieser Auflagefläche. Und ich möchte dich für einen Moment einladen, mit dieser Gewichtsverteilung etwas zu spielen. Also einfach ein paar Bewegungen mit dem Oberkörper zu machen. Na, beispielsweise kreisen oder pendeln vor und zurück und rechts und links. Und weniger auf diese Bewegung fokussiert zu sein, als vielmehr auf die Auflagefläche des Beckens. Und hier einfach zu sehen, wie sich das Gewicht verlagert in diese Auflagefläche. Ja, mit dieser Gewichtsverteilung etwas zu spielen. Und ich möchte dann dich bitten, diese Bewegungen kleiner und kleiner werden zu lassen und dich damit auf die Suche nach einem Gefühl einer Mitte zu begeben. Eine Mitte bedeutet, dass das Gewicht auf dem Becken nicht in eine Seite verlagert ist, also nicht so weit vorn oder hinten oder rechts und links, sondern du das Gefühl hast, dass du wirklich in der gesamten Auflagefläche ähnlich viel Gewicht verteilst. Und das entspricht ungefähr dem Gefühl einer Mitte. Wir sind mittig angekommen.
Und wir sind damit genau über dem Becken angekommen. Der Beckenraum ist die Basis, darüber ist der Brustraum, der Brustkorb, ist genau über dem Becken. Und idealerweise ist über dem Brustraum auch der Kopf positioniert. Und dann kannst du dir hier ein inneres Lot denken. Ja, also eine Achse, in der du in dieser Lotgerechtigkeit des Körpers aufgerichtet bist. Alles ist übereinander und damit wirklich gut und stimmig positioniert, so wie es die Anatomie ja eigentlich vorsieht. Ja, dann stell dir vor, du wächst an diesem inneren Lot nach oben. Und das weniger über ein Wollen, also nicht über Kraft oder Zug oder über eine Anspannung oder Anstrengung, vielmehr mit der Idee, dass du ganz sanft und ganz leicht an diesem Lot nach oben wächst. Denn der Brustkorb wird leicht, so verlängert sich die Wegstrecke über dem Becken, der Raum zwischen Becken und Brustkorb weitet sich, streckt sich, du wirst aufgerichtet und das ganz von selbst, mit einem lebendigen und leichten Gefühl. Die Schultern können sich einfach bequem ablegen auf dem Brustkorb, die Arme sich entspannen, der Schulter-Nackenbereich die Anstrengung des Tages abgeben und der Scheitel ganz frei nach oben fließen. Ja, so haben wir zwei Mittelpunkte entdeckt. Einmal das Becken als Basis, als Mitte unseres Körpers, das uns trägt und Halt gibt. Und zum anderen dieses mittlere Lot, das uns aufrichtet und in dem wir angekommen sind. Ich möchte dich einladen, auch die Atmung dazu zu nehmen, es atmen zu lassen. Und auch hier weniger zu wollen und zu kontrollieren. Es geht nicht darum, jetzt besonders toll und ruhig und fein zu atmen oder irgendwo ganz toll hinzuatmen. Vielmehr ist es angenehmer und schöner, wenn es einfach atmen kann, so wie es jetzt nun mal atmet. So wie es dich atmet. Ein und aus. So darf auch der Geist ankommen, denn wir sind jetzt hier in diesem Augenblick und beobachten uns beim Atmen. So bist du ganz präsent bei dir. Du kannst diesen Moment einatmen, das Jetzt, in dem du bist, und das Ausatmen, was hinter dir liegt. Ganz in Ruhe einatmen und in Ruhe ausatmen. Und noch einmal. Und dann bring die Hände bitte vor dem Herz zueinander. Lass uns mit dieser Geste uns miteinander willkommen fühlen, in dieser gemeinsamen Praxis, die heute vor uns liegt. Und atme beim nächsten Mal tiefer aus und öffne dann mit dem Einatmen die Arme über die Seite hoch zum Himmel und führe im Ausatmen die Hände vor dir zurück zum Herz. Beginne diesen feinen großen Bogen ein zweites Mal, ihn im Einatmen zu öffnen und ihn im Ausatmen zum Herz zurückzuschließen. Und dann bitte ich dich hier anzukommen, dich einmal zu verneigen vor dir selbst. Und dich dann wieder aufzurichten, in diesem inneren Lot und an ihm zu wachsen. Und die Augen wieder zu öffnen. Und noch einmal herzlich willkommen. Namaste. Ich möchte mit dir in dieser Praxis jetzt weitermachen. Wir werden die ersten Bewegungen jetzt anbauen, werden die ersten Impulse für die Beinrückseite schenken und uns dann etwas erwärmen mit einem kleinen Sonnengruß. Und bitte dich dafür einfach in den Vierfüßler. Und wenn du hier bist, dann nutz diesen Vierfüßler für dich zum Bewegen. Genau dorthin und genau so, wie es für dich jetzt gut ist und wie du die
Anstrengung des Tages und all das, was hinter dir liegt, aus dem Körper heraus bewegen kannst. Das ist sicherlich ein sehr gutes Körpergefühl, das dich hier leitet. Und der Körper weiß schon, wohin er sich bewegen darf und wo es gut ist. Und wir setzen jetzt den ersten Impuls für die Beinrückseite. So bitte ich dich, einen Fuß einfach ganz weit nach hinten aufzustellen und dich dann über die Ferse nach hinten wegzuschieben. Und dann merkst du, dass die Wade sich dehnt. Das liegt daran, dass das Bein gestreckt ist und du die Ferse wegschiebst, also der Fuß sich anwinkelt. Und das zieht über die Achillessehne die Wadenmuskulatur lang. Und jetzt kannst du dich ein bisschen in diese Dehnung hineinfedern nach hinten. Ja, ruhig mal die Wade so ein bisschen lang dehnen. Wenn du ein bisschen mehr magst, dann kannst du auch probieren, kraftvoller zu sein, mal das andere Knie kurz heben und dich nochmal zurückschieben. Und dann komm bitte wieder an und wechsel die Seite. Stell den anderen Fuß weit hinter dir auf und schieb dich einmal über die Ferse zurück nach hinten. Dann dehnt sich auch hier die Wade. Und wie weit oder wie intensiv es dehnt, das ist sicherlich für jeden von uns anders. Mal ist es ja deutlich spürbar und mal so ein sanfter Zug. Jedenfalls kannst du dich in diese Zugspannung hineinfedern. Oder etwas kraftvoller sein, das andere Knie kurz lösen und dich nochmal nach hinten federn. Dann lass uns wieder landen im Vierfüßler und uns nochmal bewegen. Vielleicht mal die Beine ausschütteln sogar. Und dann bitte ich dich für einen Augenblick zum Kind zu kommen. Eine sehr schöne Haltung, in der wir ganz nah am Boden sind. Hier können die Beinrückseiten sich entspannen. Und dann schieb dein Becken zurück, krabbel mit den Händen nach vorn und fächer die Finger auf. Und von hier gehen wir in einen Weg, einen ersten Start nach oben in den Katzenbuckel, rollen uns ein. Komm dann zum Pferderücken und jetzt zum ersten abwärtsschauenden Hund. Schau ruhig noch einmal die Hände vorher an und fächer die Finger weit auseinander. Das ist eine sehr schöne, kraftvolle, große Basis zum Boden. Und aus dieser Basis schiebst du dich mit dem Becken hoch. Dann streckt sich die Rückseite und jetzt lauf bitte diesen abwärtsschauenden Hund. Sehr schön und groß. Und dann merkst du auch hier, die Wade dehnt sich, also Beinrückseite dehnt sich. Ein bisschen mehr jetzt, da wir mehr Gewicht haben, um die Wade nach unten zu dehnen, also Ferse nach unten zu schieben. Ganz ruhig auch mal ein paar Atemzüge mit einer Ferse tief bleiben, sodass die Muskulatur sich wirklich daran gewöhnt. Oder auch ein bisschen hineinfedern. Mal die Seite wechseln. Die Wade über die Außenseite denkend nach unten schieben. Vielleicht ein bisschen federn. Okay, und dann mal beide Fersen über die Außenseiten nach unten senken, die Hände in die Matte schieben, Becken hochziehen und ganz lang werden und wieder lösen, in den Katzenbuckel kommen. Dann zum Pferderücken fließen und für einen Moment zurück zum Kind. Dann entspannen sich die Beine wieder und dann kommst du wieder hoch in den Katzenbuckel, zum Pferderücken und den abwärts schauenden Hund. Und auf jeden Fall ruhig nochmal weiter, klein oder groß. Ruhig oder schnell und dynamisch, mit kleinen Federbewegungen oder Hopsbewegungen. Und dann streck dich am Ende ganz aus, schieb die Fersen nach hinten runter, dein Becken nach hinten hoch und drück die Hände nach vorne in die Matte. Mit dem Einatmen kommst du in den Liegestütz nach vorn, mit dem Ausatmen zur Erde. Mit dem Einatmen in eine Rückbeuge hoch, mit dem Ausatmen zurück in den abwärts schauenden Hund schieben. Und einatmen, die Knie senken, in den Katzenbuckel. Und Pferderücken, ausatmen, zum Kind kommen. Einatmen, nach oben kommen, in den Katzenbuckel, in den Pferderücken. Ausatmen, zum abwärts schauen und wieder hoch. Jetzt bitte ich dich, die Knie zu beugen. Kommst du ganz nah an die Oberschenkel, schiebst dich an ihnen entlang hoch. Ganz lange Rücken, Becken weit hoch. Und jetzt senkst du die Außenseiten der Fersen wieder tiefer. Streckst ein bisschen mehr die Beine und dehnst dich wirklich ganz lang in der Rückseite. Atme hier aus in diese Länge. Und atme ein in den Liegestütz und aus zur Erde. Ein in die Rückbeuge, aus zurück in den abwärts schauenden Hund. Und dann läufst du mit den Füßen nach vorn Richtung Hände. Dann kommst du in die halbe Vorbeuge nach vorn, entspannst dich in eine ganz sanfte Vorbeuge nach unten.
Kommst du mit den Händen auf die Oberschenkel hoch und bewegst dich hier so ganz für dich selbst. Mal schauen zu dürfen, wo es jetzt gut tut, auch im Rücken oder Schultern oder Nackenbereich. Und dann drückst du dich langsam vom Boden weg und streckst dich ganz in Ruhe hoch nach oben. Und richtig ausstrecken, streck dann die Arme hoch und streck dich in den Seiten ganz groß, in diesen seitlichen Linien deines Körpers. Und dann bringst du die Hände zum Herz zurück. Und wir beginnen mit einem kleinen Sonnengruß. Beugst du die Knie etwas an. Einatmen, tauchst du ein, kommst über vorn wieder nach hoch in die Welt, nach oben. Und ausatmen, verbeugst du dich zur Erde nach unten. Einatmen in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen in die ganze Vorbeuge entspannen. Einatmen noch einmal hoch, drück den Boden weg und streck dich richtig hoch nach oben aus. Und ausatmen, bringst du die Hände zum Herz zurück. Einatmen, du beugst die Knie. Ziehst dich nach oben zum Himmel hoch, ausatmen, verbeugst du dich vor dir und zur Erde. Einatmen, kommst du in die halbe Vorbeuge, ausatmend in die weiche ganze Vorbeuge nach unten. Jetzt den rechten Fuß mit dem Einatmen nach hinten setzen, großer Schritt. Linker Fuß ausatmend mitnehmen in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, die Knie senken, den Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen zum Kind und damit wieder nahe zur Erde. Einatmen den Weg hoch, den Katzenbuckel. Dann weiter zum Pferderücken. Ausatmen in den abwärts schauenden Hund hochstrecken. Einatmen in den Liegestütz kommen. Und ausatmen zur Erde. Mit dem Einatmen in die Rückenbeuge. Mit dem Ausatmen in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, führst du den rechten Fuß nach vorn, hebst den Blick, führst ausatmen den linken Fuß mit nach vorn und verneigst dich. Einatmen in die halbe Vorbeuge strecken, ausatmen in die ganze Vorbeuge schmelzen. Einatmen den Boden wegdrücken und wieder nach oben kommen, ganz hochziehen. Ausatmen die Hände zum Herz bringen. Ein, die Knie beugen, komm wieder hoch und drück dich weg von der Erde. Ausatmen, verbeug dich zu ihr nach unten. Einatmen in die halbe Vorbeuge strecken, mit einem ganz langen Rücken, vielleicht auch ein bisschen länger in den Beinen. Ausatmen die ganze Vorbeuge und loslassen. Einatmen links, ein ruhiger Schritt zurück. Ausatmen rechts zurück in den Hund und hier lang strecken. Einatmen in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Einatmen nach oben in den Katzenbuckel, ganz weich zum Pferderücken. Ausatmen den abwärts schauenden Hund, dann streck die Rückseite wieder lang und groß. Einatmen, komm in den Liegestütz. Ausatmen zur Erde. Einatmen in die Rückenbeuge. Ausatmen in den abwärts schauenden Hund, die Außenseiten der Fersen tief schieben. Einatmen den linken Fuß nach vorn. Ausatmen den rechten Fuß mitnehmen und verneigen. Einatmen in die halbe Vorbeuge kommen. Ausatmen die ganze Vorbeuge nach unten. Einatmen über die Hocke auftauchen, der diese beiden Impulse nach unten schieben, nach oben strecken. Ausatmen die Hände zum Herz. Einatmen die Knie beugen, richte dich wieder hoch auf. Ausatmen, verneig dich nach unten. Einatmen die halbe Vorbeuge, schiebe jetzt die Innenseiten der Oberschenkel nach hinten weg. Ganz lange Beine und beug die Knie ruhig etwas an, verbeug dich wieder nach unten. Und dann probier wieder die Innenseiten der Oberschenkel wegzuschieben, sodass du sehr intensiv die Beinrückseiten dehnst. Und dann setz den rechten Fuß wieder einen großen Schritt zurück. Folge mit dem linken Fuß und atme aus in den Hund. Einatmen in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmen zum Kind und lass uns hier ein paar Atemzüge innehalten und sein dürfen. Wir werden jetzt mit einem neuen Weg weitermachen, werden die Beinrückseite etwas tiefer, intensiver aktivieren und insgesamt die Beinmuskulatur mobilisieren für das, was vor uns liegt.
So lauf bitte mit den Fingerkuppen nach vorn und streck dich lang aus. Leg die Hände aufgefächert ab und komm mit dem Einatmen wieder nach oben. In den Katzenbuckel, den Pferderücken. Mit dem Ausatmen in den Hund nach oben. Und hier bitte ich dich, die Fersen zu heben, ganz hoch, die Beine zu strecken, dafür die Innenseiten der Oberschenkel wegzuschieben, die Beine lang zu lassen und dann die Fersen über die Außenseiten zurückzusenken. Und jetzt drückst du die Hände nach unten und schiebst dein Becken ganz hoch und streckst richtig lang die Rückseite. Hieb jetzt dein rechtes Bein nach oben, richtig hoch nach oben und schieb dich weit über die Ferse weg. Dann senk die linke Ferse aktiv nach unten. Und das dient jetzt sehr deutlich, da wir das rechte Bein oben haben. Einmal tief atmen hier hin und noch größer strecken. Jetzt die linke Ferse hochheben, da hast du viel mehr Platz, um den rechten Fuß nach vorn zu schwingen. Und dann kommst du hier nach vorn mit dem rechten Fuß. Und jetzt setz ihn bitte mindestens eine Fußbreite nach außen. Die Hände kannst du dorthin positionieren, wo es für dich passt. Das heißt, ruhig auch rechte Hand außen lassen oder nach innen bringen. Du kannst auf die Fingerkuppen kommen, so wie ich jetzt, oder du kannst auch Fäuste machen oder die Hände flach ablegen. Also schau einfach, wie es für dich jetzt am besten passt. Ich bleibe im Moment auf den Fingerkuppen. Und ich bitte dich jetzt, dein hinteres Bein zu spüren und zu strecken. Und dafür ziehst du die Innenseite des linken Oberschenkels hoch. Dann streckt sich das hintere Bein. Ja, ganz hoch ziehen, Bein ganz lang. Jetzt lass dein Becken einfach etwas schwerer werden nach unten. Lass es eintauchen und atme aus. Und wenn du einatmest, ziehst du dein Becken richtig hoch nach oben. Und wenn du ausatmest, sinkst du wieder zurück in die Tiefe zur Erde. Mach das für dich bitte weiter. Wenn du natürlich mehr in dieses Gefühl der Dehnung magst, kannst du auch die Ellenbogen nach außen beugen, mit dem Oberkörper mit nach unten eintauchen. Gut, beim nächsten Mal bleibst du etwas tiefer. Stützt die linke Hand gut unter der linken Schulter auf. Bringst die rechte Hand auf dein rechtes Knie und jetzt gehen wir noch eine Drehung. Vorher noch einmal Becken erden nach unten, Innenseite des hinteren Oberschenkels hochziehen. Jetzt die rechte Hand auf dem Knie spüren, gib einen Druck auf das Knie und dreh dich jetzt langsam nach rechts auf. Gut. Denk die Beine in ihrer Aktivität und streck jetzt den rechten Arm hoch. Jetzt stabilisiere die Mitte deines Körpers, schließ den Beckenboden, zieh den Bauchnabel nach rechts hoch, dann streck den Rücken lang, die Flanken lang, streck die Arme ganz aus und auch noch einmal das hintere Bein strecken und dich hier hineinatmen. Und noch einmal tief atmen, dich ganz weit ausstrecken. Und mit dem Ausatmen wieder zurückkommen. Wir treffen uns im abwärtsschauenden Hund wieder. Dann nutz ihn für die Bewegungen, die jetzt gut tun. Ruhig mal laufen oder federn oder was auch immer dir gut ist. Einatmen, kommst du in den Liegestütz. Ausatmen zur Erde. Einatmen in die Rückenbeuge. Und ausatmen, zurück in den abwärtsschauenden Hund. Immer die Fersen heben, Beine lang machen, dann die Außenseiten der Fersen senken, Becken hochschieben, Hände in die Matte drücken. Jetzt das linke Bein hoch, richtig hoch, hoch, hoch. Dann schieb die Fersen weit weg, linke Ferse hoch, rechte Ferse tief. Und atme dich in diese Dehnung. Einmal tief atmen, beide Fersen wegschieben. Jetzt die rechte Ferse heben und dann hast du mehr Raum mit dem linken Fuß nach vorn. Komm auch hier an, mindestens eine Fußbreite noch nach außen. Die Hände so, wie es für dich passt und wo sie gut passen. Und jetzt streckst du dein hinteres Bein. Ziehst die Innenseite des Oberschenkels hoch nach oben. Lässt dann mit dem Ausatmen dein Becken etwas schwerer werden nach unten.
Und einatmen kommst du wieder hoch nach oben. Und mach das für dich weiter. Auch hier kannst du natürlich mit dem Oberkörper weiter nach unten schmelzen, wenn du die Ellenbogen weiter nach außen neigst. Beginne einmal diesen Zyklus. Dann das Becken in eine angenehme Höhe, rechte Hand unter die Schulter, linke Hand auf dein Knie. Denk noch einmal die Beine aktiv, streck das hintere Bein, schließ den Beckenboden. Und jetzt drückst du die linke Hand auf dein Knie und drehst dich nach links. Ziehst du den Bauchnabel mit nach links hoch und streckst jetzt den linken Arm nach oben aus. Dann streck dich ganz lang über die rechte Ferse weg, den Oberschenkel hoch, die Flanken lang und dann den linken Arm nach oben ziehen und atmen. Einmal tief durchatmen und dann kommst du mit dem Ausatmen zurück. Wir treffen uns wieder im abwärts schauenden Hund und wieder mit Bewegungen, die an dieser Stelle gut tun. Wenn du jetzt Lust hast, einmal durch den Vinyasa zu kommen, dann kannst du das tun. Oder du bleibst im Hund. Wenn du den Vinyasa magst, dann begleite ich dich mit dem Einatmen nach vorn, mit dem Ausatmen zur Erde, mit dem Einatmen die Rückbeuge. Ausatmen der Hund, und dann sind wir sowieso wieder hier angekommen. Mach eine kurze Pause im Vierfüßler. Komm hier bitte an und beweg dich ganz frei durch. Lass uns einen Moment im Kind wieder ankommen. Und innehalten und nachspüren. Und durchatmen. Und die nächsten Wege werden uns jetzt von der Erde wegführen. Im Moment sind wir noch ganz nah bei ihr. Und sie werden uns in den Stand bringen. Komm dafür bitte mit den Händen nach vorn. Streck dich ganz lang aus. Schieb also noch einmal dein Gesäß zurück und lauf mit den Fingerkuppen nach vorn. Und dann mit der Einatmung kommst du hoch in Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatme den Hund, beweg sich hier frei und ganz lebendig. Und kommst dann mit diesen Bewegungen Schritt für Schritt nach vorn gewandert Richtung Hände. In eine halbe Vorbeuge, die dich lang werden lässt, im Rücken und in den Beinen. Und dann eine ganze Vorbeuge nach unten. Und hier bitte ich dich, die Knie zu beugen, den Oberkörper zu entspannen. An den Oberschenkeln nahe zu bleiben und dann langsam die Beine mehr und mehr zu strecken. Ja, darf ruhig ganz aktiv sein in den Rückseiten. Wir brauchen gleich diese Länge der Beine. Einmal eine halbe Vorbeuge mit dem Einatmen. Eine ganze mit dem Ausatmen. Und dann lauf hier auf der Stelle, ein Knie beugen und eins strecken. Lauf dich noch einmal in die Länge deiner Beinrückseiten. Dann stütze dich auf die Oberschenkel dabei, komm in einer Hocke hoch und lauf hier weiter. Und entdeck für dich noch einmal die Strukturen, die sich freuen, wenn sie diese Bewegung erfahren dürfen. Und dann kommst du Schritt für Schritt hoch, drückst ganz bewusst den Boden weg und richtest dich auf und wächst in deine Größe hoch. Und hier sind wir da. Gut, und die nächsten Sequenzen werden uns in eine Balancephase bringen. Und Balance bedeutet, dass wir zunächst erst einmal einen guten Bodenkontakt brauchen. Und ich bitte dich, diesen Bodenkontakt für dich aufzubauen und das über einen hüftgelenkbreiten Stand zu erfahren.
Wenn du also Richtung Füße schaust, dann stell sie so auf, dass deine Beine parallel verlaufen miteinander. Und wenn du das hast, diese parallelen Beine, dann heb bitte die Zehen hoch. Und fächer die Zehen auf. Und dann leg sie von außen nach innen wieder ab zur Yogamatte. Die Zehen von außen nach innen ablegen. Gut, und jetzt verlager bitte etwas mehr Gewicht auf den linken Fuß. Dann kannst du spüren, dass er Gewicht in die Erde bringt, dass er dich erdet. Dann ist der rechte Fuß leicht, der linke schwer. Und erinnere dich bitte an die Auflagefläche des linken Fußes. Orientiere also die Ferse, die Außenseite und den großen Ballen mit gleich viel Gewicht in diesen Strukturen in die Matte. Und wenn du soweit bist, wenn auch der Geist fokussiert ist, dann greifst du dein rechtes Knie und ziehst es hoch. Einfach greifen. Und das gibt dir Halt. Jetzt drückst du den linken Fuß in die Yogamatte, streckst dein linkes Bein, ziehst dich am rechten Knie entlang hoch. Dann lass uns für einen Moment mal schauen und erfahren, was passiert, wenn wir diese innere Achse jetzt verlassen, wenn wir uns mit dem Oberkörper Richtung Knie neigen. Ja, was passiert? Wie fühlt es sich an? Was geschieht? Und dann kommst du wieder zurück nach oben. Richtest dich auf, streckst dich hoch und stellst dann den rechten Fuß wieder ab. Gut, ruhig die Beine ausschütteln. Wir gehen in die andere Seite, erden den rechten Fuß. Erinnern uns automatisch an die wichtigen Auflageflächen, die der Fuß hat. Und das sind die Fersen, also die Ferse, die Außenseite und der Großzehenballen. Und also probier diese drei Strukturen ganz gleichmäßig in den Untergrund zu integrieren. Dann das linke Knie beugen, die linke Ferse lösen. Und dann ganz in Ruhe, wenn du soweit bist, dein linkes Knie hochziehen. Und das gibt dir Halt, kannst dich an dir festhalten. Jetzt streckst du dein Standbein durch, drückst dich in die Erde mit ihm und wächst an dir entlang nach oben. Auch hier verlassen wir für einen Moment diese mittlere Achse und neigen uns ganz in Ruhe zum Knie. Ganz in Ruhe und schauen, was passiert mit dem Körper, mit der Muskulatur, Spannung, mit der Balance, mit der Atmung. Und dann kommst du langsam wieder hoch nach oben. Wächst an dir nach oben. Und landest wieder. Und dann wieder die Beine ausschütteln. Und dann nächste Runde. Wir beginnen wieder links mit dem Standbein. Ich zeige es dir von der Seite. Erden den Fuß. Und auch hier, wenn du fokussiert bist auf das, was du tust, dann bist du bereit und kannst dein rechtes Knie umarmen. Dir an dir Halt schenken, aber auch Halt im Boden aufbauen und drück dafür deinen linken Fuß in die Matte, streck dein Standbein und schieb dir für die Innenseite des linken Oberschenkels nach hinten weg. Dann ziehst du die Muskulatur des Standbeins hoch zum Becken. Und erstmal ganz, ganz in Ruhe mit der linken Hand zum rechten Fuß greifen. Du kannst dafür entweder die Zeige- und Mittelfinger nutzen und den großen Zeh umgreifen. Oder du greifst über den Fuß zur Außenseite, zur Außenkante. Egal wo du bist, zieh den rechten Fuß hoch. Bring deine rechte Hand an die Hüfte und denk dir hier ganz stabil alles, dein Becken als Mitte ist stabil. Und jetzt lass uns einmal neugierig beobachten, wie weit sich der rechte Fuß nach vorn wegschieben kann. Wie weit kann dein rechtes Bein sich strecken? Es muss nicht durchgestreckt sein. Schau einfach, wie es für dich ist. Wo bist du jetzt? Wo kannst du sein? Denk dir ganz lange Linien mit den Beinen und mit den
Oberkörper mit dem Arm und streck dich in diesen Linien aus. Tief atmen. Und dann geht es schon wieder zurück. Das Knie ist da, um dir Halt zu geben. Umarm es, zieh es zu dir heran. Und finde dann wieder den Bodenkontakt zurück. Und wieder alles ausschütteln. Die Anstrengung rausbewegen aus den Beinen. Die zweite Seite. Jetzt den rechten Standfuß erden. Und das ist die Struktur, die dir Halt gibt. Verwurzel sie um dich herum im Boden. Beug dann dein linkes Knie. Und zieh es zu dir heran und umarme es und finde Halt an ihm. So, mal den rechten Standfuß spüren, drück ihn in die Erde, streck dein rechtes Bein und schieb die Innenseite des Oberschenkels nach hinten weg. Dann drück die Knochen nach unten und zieh die Muskulatur hoch zum Becken. Beim Gefühl, dass du ganz stabil bist in deiner inneren Achse, richtest du dich einerseits auf, kannst dann andererseits mit der rechten Hand den linken Fuß greifen, entweder den großen Zeh umgreifen oder die Außenseite des Fußes greifen. Zieh den Fuß hoch, streck dein Standbein noch einmal, die linke Hand an die Hüfte und denk sie ganz stabil, ganz als Fundament. Und aus diesem Fundament streckst du beide Beine, den Standfuß nach unten und das Spielbein nach vorn. Also schau für dich, was hier geht, wie es ist. Egal, wo du bist, lass es atmen und denk dich ganz groß in deinen Linien. Und dann komm wieder zurück, finde Halt an deinem Knie, umarme es zu dir hoch. Und finde dann wieder zurück zur Erde. Wunderbar. Und dann wieder die Anstrengung rausbewegen und rausschütteln. Wir erfahren noch eine letzte Sequenz, noch einen Durchgang. Integrieren da jetzt noch mehr von dem, was wir vorhin machten. Und vorhin waren wir noch in einer Drehung und die werden wir jetzt auch anbauen. Schau, wie es für dich ist. Versuch nicht zu viel zu wollen, das ist jetzt sehr herausfordernd. Nicht zu viel kontrollieren. Du darfst ruhig aus der Balance rauskommen. Dann entdeck sie immer wieder neu, lass es geschehen und ja, sei offen für das, was geschieht. Ich zeige es wieder von der Seite. Wir beginnen wie immer links, erden den Fuß und finden Halt. Und es ist auch ein Gefühl, ja, nicht nur etwas Physisches, mit dem Boden einfach in Berührung sein, sondern auch ein Gefühl aufbauen, dass es da wirklich Halt gibt. Und dadurch kannst du arbeiten, kannst du dich aufrichten, hast die Basis und greifst dein rechtes Knie. Umarm es, streb in einer inneren Lotachse hoch, streck dein Standbein. Jetzt wieder ganz in Ruhe greifst du den rechten Fuß über den großen Zeh oder die Außenkante, einfach da, wo es für dich jetzt passt. Bringst die rechte Hand an die Hüfte und denkst, das ist alles ganz stabil. Ganz viel Kraft in der Mitte sammeln, im Beckenboden schließen. Und jetzt langsam das Bein strecken. Muss nicht ausgestreckt sein. Schau, wie es für dich passt. Schieb alle Knochen von dir weg, im rechten und linken Bein. Dann zieh die Muskeln der beiden Beine zum Becken hoch und heran. Richte dich etwas mehr auf. Und jetzt strahl mit dem rechten Arm weit nach hinten aus. Und dreh dich langsam nach rechts. Der Blick kann vorn bleiben oder wenn du noch mehr magst, kannst du den Blick auch mitnehmen zur rechten Hand. Und gucken, wie es hier ist. Und atmen. Und dann langsam wieder auflösen. Halt finden am Knie. An dir hochwachsen. Den Brustkorb leicht machen. Atmen.
und die Erde berühren und ankommen. Einen Moment nachspüren in den Seiten. Und dann letztlich auch die zweite Seite. Also alles wieder aktivieren, eine Basis schaffen. Und das ist der rechte Fuß. Den wirklich in den Boden integrieren und Wurzeln schlagen. Dann dein linkes Knie umarmen. Wachs hier an dir am Halt in die Größe, in die mittlere Linie deines Körpers. Streck dein Standbein. Und dann greif in Ruhe den linken Fuß im großen Zeh oder Außenseite, so wie vorhin vielleicht auch. Bring die linke Hand an die Hüfte und form hier das Fundament. Und aus diesem Fundament streckst du die Beine, den Standfuß in die Erde und das linke Bein langsam nach vorn. Schau, wie es für dich hier ist. Streck dich aus, zieh die Muskulatur gleichzeitig zum Becken ran. Jetzt lässt du den linken Arm nach hinten ausstrahlen und drehst dich nach links. Und wenn du magst, dann nimm den Blick mit nach hinten und atme. Und es ist getan. Komm langsam wieder zurück und finde Halt am Knie. Wachs in die Größe und finde dann den Kontakt zur Erde wieder mit beiden Füßen. Hier bist du gelandet. Und dann lass uns einen Moment nachspüren. Du kannst, wenn es für dich gut ist, die Augen auflassen und such dir einfach einen Punkt vor dir aus, um Halt zu finden mit dem Blick. Oder wenn du Lust hast und magst, dann einfach auch mal die Augen schließen. Denn eigentlich ist der Stand vertraut. Es gibt sowieso nicht so viel zu sehen oder zu tun jetzt. Wenn die Augen sich schließen, ist es auch gut. Und dann bleib bei den Füßen. Wie fühlen die sich jetzt? Wie ist es, wenn beide Füße gleichzeitig den Boden berühren? Wie fühlen sich die Zehen an? Suchen die noch Halt in der Unterlage oder sind die schon wieder entspannt? Wie fühlen sich die Beine an mit den Vorder- und den Rückseiten? Deine Hüftgelenke und dein Beckenraum. Auch dein Oberkörper mit der Vorder- und mit der Rückseite. Wie fühlt es sich dort an? Der Schulterbereich, kann der die Anstrengung wieder loslassen? Dann können die Arme sich entspannen, auch die Finger, die jetzt nichts wirklich halten müssten. Der Schulternackenbereich kann die Anstrengung loslassen und der Scheitel hochstreben. Und alles ist möglich, das Wachstum und die Leichtigkeit, weil du nach unten gut verbunden und verwurzelt bist. Ich möchte dich einladen, dann etwas mehr hier im Stehen, dieses innere Lot wieder zu entdecken. Und wir beginnen dafür mit ganz kleinen Bewegungen, mal ganz sanft nach vorn kommen mit dem Oberkörper, nicht zu weit und ein bisschen nach hinten. Und dann spür dabei die Füße, wie verlagert sich hier das Gewicht, wenn du vor und zurück schwingst. Es ist mal hinten schwer und mal vorne. Und dann probiere dich in eine Mitte auszuschwingen. Eine Mitte meint, in der das Gewicht gleichmäßig verteilt ist, auf den Fersen hinten und auf den Zehenballen vorne. Probier diese Mitte zu entdecken. Vorne und hinten tragen dich die Füße ganz gleichmäßig. Und dann probier diese Bewegung in die Seiten, mal nach links und rechts. Und auch hier spüren, wie sich das Gewicht verlagert auf den Füßen.
Probier auch hier die Mitte zu entdecken. Eine Mitte, in der beide Füße dich mit gleich viel Gewicht tragen. Wenn du hier angekommen bist, dann justier nochmal vorne und hinten, rechts und links. Das ist eine sehr, sehr schöne und wertvolle Standqualität, wenn es dir gelingt, dieses Gefühl einer Mitte zu entdecken. Manchmal ist es leicht spürbar, manchmal braucht es ein bisschen Übung dafür, aber es ist eine sehr schöne Qualität, denn wir sind jetzt ganz lotgerecht aufgerichtet. Das hat viele Vorteile. Einerseits sind wir mit beiden Füßen jetzt wirklich stabil geerdet, haben ganz viel Standsicherheit. Andererseits sind wir automatisch aufgerichtet in diesem Lot. Wir haben eine innere Größe, sind ganz präsent im Stehen. Und er darf so richtig frei sein, dieser Stand, da die Muskulatur jetzt gar keine Kraft oder Anstrengung braucht. Wir sind ganz gelöst in der Muskulatur, sind frei für Bewegungen und trotzdem ganz sicher und aufgerichtet. Und da kann die Atmung wirklich frei sein, frei durch den Körper strömen. Ja, wenn du die Augen geschlossen hast, dann öffne sie langsam wieder. Und wir treffen uns im vorderen Teil deiner Unterlage wieder. Gehen auf eine Reise zurück, die uns von hier oben wieder zur Erde zurückbringt. Bring dafür bitte die Hände vor dem Herz zueinander. Beug die Knie etwas an und tauch mit dem Einatmen hier ein und über vorn hoch und streck dich noch einmal ganz groß in deinen Linien aus. Öffne die Arme mit dem Ausatmen und verneig dich zur Erde. Dann eine halbe Vorbeuge. Du kannst gerne die Fingerkuppen vor dir am Boden lassen. Mal diese tiefe halbe Vorbeuge probieren. Und eine ganze Vorbeuge nach unten. Mal diese halbe Vorbeuge. Lass so ein paar Fingerkuppen am Boden. Streck den Rücken nach vorn lang. Und probier auch die Beine wieder mehr zu strecken. Schau mal, wie weit das geht. Ganz lang werden, vielleicht ein bisschen mehr den Blick nach vorn bringen, einatmen und ausatmen, in die Vorbeuge loslassen. Jetzt den linken Fuß einatmen, ruhig nach hinten setzen, ausatmen, den rechten Fuß mitnehmen in den Hund und dann lauf hier. Schenk den Füßen und den Beinen wieder die wunderbare Bewegung, die sie jetzt mögen. Du kannst hier bleiben oder mich noch einmal durch den Vinyasa begleiten. Wenn du das mitmachst, dann atme ein zum Liegestütz und aus zur Erde. Ein in die Rückbeuge. Aus, zurück in den Hund und streck dich noch einmal richtig groß aus. Und dann komm in den Vierfüßler bitte und beweg dich hier weiter. Und aus dem Vierfüßler zum Sitzen. Dann bring die Füße bitte nach vorne auf diesem Weg dorthin. Und stell den rechten Fuß auf. Wir gehen in einen Drehsitz. Du kannst den rechten Fuß innen oder außen am Standfuß aufstellen, also Standbein aufstellen. Dann greifst du mit der linken Hand um dein Knie herum, bringst den rechten Arm nach hinten, stützt dich dort ab und drehst dich langsam nach rechts. Jetzt denk dir wieder dieses innere Lot deines Oberkörpers. Mit jeder Ausatmung kannst du dich ganz weich um dieses Lot herum drehen. Und mit jedem Einatmen dich an ihm entlang aufrichten. Komm wieder zurück zur Mitte und dann die zweite Variante, einfach den linken Fuß aufstellen, innen oder außen, am ausgestreckten rechten Bein. Greifst du dann mit der rechten Hand um das Knie, bringst die linke Hand nach hinten als Halt und drehst dich um dich herum nach links.
Jedes Ausatmen lädt dich auch hier an, um dieses Lot in dir dich zu drehen. Und jedes Einatmen lässt dieses Lot wachsen und richtet dich auf. Ja, dann findet er auch hier den Weg zurück. Und lass uns im Liegen weitermachen in der Rückenlage. Und wenn du hier bist im Liegen, dann streck dich bitte ganz für dich ganz groß aus. Ich finde die eigene Größe zurück hier im Liegen. Und stell dann die Füße bitte auf und schüttel die Beine aus, die dich ganz, die ganze Zeit trugen und dir Halt gaben. Und sie können sich entspannen. Und dann heb die Beine bitte nach oben in die Luft, dann fließt ganz viel Blut und Gewebsflüssigkeit zurück in den Körper. Und dann schüttel die Beine hier ganz locker aus. Und wenn du Lust hast, dann heb auch die Arme mit und schüttel dich so richtig genüsslich aus. Und wenn es ausgeschüttelt ist, dann umarm einfach deine Knie und umarm dich selbst. Das ist ein wunderbarer Moment, in dem du dir ganz nahe sein darfst und dich verwöhnen darfst. Dann stell die Füße bitte auf. Leg ein Bein über das andere und breite die Arme zur Seite aus. Dann hast du Halt in die Seiten und kannst ganz gemütlich mit den Beinen nach rechts und links schaukeln. Auch gern den Kopf entgegengesetzt mitglatten lassen. Dann wechsel in die andere Variante und mach genauso genüsslich weiter. Wenn du in der Mitte bist, dann stell auch den Fuß wieder zur Erde auf. Lass uns die Arme zurückbringen zur Unterlage und einen Moment mal das Becken heben, sodass sich die gesamte Rückseite noch neu zentrieren kann am Ende dieser Praxis. Wir die ganzen Strukturen der Vorderseite strecken dürfen. Atemräume in der Vorderseite erschaffen. Und dann kommst du langsam zurück zur Erde, die auf dich wartet. Du kannst dann an dieser Stelle für dich individuell weitermachen. Vielleicht nochmal die Knie umarmen, für Apanasana, für das Kind. Oder Shavasana einlegen, also dir ein paar Momente Ruhe schenken.
Wir gehen jetzt gemeinsam weiter in den Sitz. Nimm dir die Zeit, um für dich einen sehr gemütlichen und bequemen Sitz zu entdecken. Und wenn du ihn entdeckt hast, dann dürfen die Augen sich schließen und darf die äußere Welt mit ihren Eindrücken noch einmal weniger bedeutend sein als das, was in dir ist, und du ein Gespür für dich selbst entdecken. Entdeck diesen Sitz, wie er sich jetzt anfühlt. Wenn die Beine dich wieder nicht tragen brauchen, sondern Momente haben und sich entspannen dürfen, wenn dein Becken die tragende Instanz ist, die physische Mitte deines Körpers, lass sie in die Unterlage hineinschmelzen. Und dann bleib hier in dieser Auflagefläche, so wie am Anfang dieser gemeinsamen Praxis auch, und entdeckt bitte noch einmal für dich dieses Gefühl eines inneren Lotes. Du kannst um das Becken kreisen und dich räkeln und spüren, wie sich das Becken verändert in der Gewichtsverteilung und eine Mitte entdecken. Und in dieser Mitte ankommen, in einem Lot deiner mittleren Körperachse. Und dieses Lot ist wunderbar, denn es richtet dich ganz in Ruhe auf. Du kannst an ihm entlang wachsen, nach oben. Du bist genau in dir zentriert. Eine physische Achse, die dich aufrichtet, das ist deine Wirbelsäule. Die darf jetzt ganz natürlich aufgerichtet sein, ohne zu sehr zu runden oder ohne zu sehr sich zu überstrecken. Ganz natürlich darf die Wirbelsäule sein und damit auch dein Sitz ganz natürlich sich anfühlen. Ich möchte dich einladen, die Atmung in den Rücken zu schicken. Vorzustellen, dass die Ausatmung nach unten fließen kann. Wir könnten ausatmen und dieser Ausatemstrom fließt den Körper entlang nach unten in den Beckenraum und von dort in den Erdraum unter dir. Und die Einatmung fließt nach oben. Sie fließt aus dem Erdraum durch den Raum deines Körpers, den Brustraum und über den Scheitel hoch in die Welt. Man lässt diesen symbolischen Atemfluss die Wirbelsäule entlang gleiten, als würden wir mit dem Ausatmen einen Atemstrom die Wirbelsäule entlang nach unten fließen lassen. Und an deren Ende es in den Beckenraum atmen und in die Erde. Dort kehrt sich die Ausatmung rum, wird zur Einatmung und fließt die Wirbelsäule entlang nach oben, über die Halswirbelsäule und über den Scheitel hinaus in die Welt, kehrt sich dort um und fließt zur Ausatmung die Wirbelsäule entlang nach unten zurück in die Erde. Und das darf ein sehr schönes Gefühl sein, dass die Atemluft die Wirbelsäule entlang streichelt. Ganz fein und ganz nahe die Wirbelsäule entlang, hoch und runter.
Und diese Luft wird verwirbelt, schmiegt sich ganz liebevoll der Wirbelsäule an und umarmt sie auf diesem Weg. Darf der Körper wieder die Wahrnehmung erfahren, wie wir hier sitzen und atmen, wie wir die gesamte Rückseite atmen. Wie es fließt. Wir dürfen aus dieser Stunde, die jetzt hinter uns liegt, die Erfahrung mitnehmen, dass es eine innere Mitte gibt. Das ist physisch der Beckenraum und auf einer anderen Ebene auch ein Lot in uns, eine mittlere Achse, die nach unten fließt in die Erde und uns verankert, die uns nach oben aber auch aufrichten kann in die Welt, dass wir an uns wachsen, eine innere Größe entdecken. Eine innere Balance und in ihr lebendig sind. Und so, lass uns zum Ausklang der Stunde die Hände zum Herz bringen. Dann tiefer ausatmen. Und mit dem Einatmen von dieser Mitte des Herzens die Arme nach außen und über einen großen Bogen hoch nach oben öffnen. Mit dem Ausatmen die Hände zueinander bringen, zur Stirn, zum Mund und zum Herz. Und ein zweites Mal diesen Bogen mit dem Einatmen öffnen und mit dem Ausatmen wieder schließen zum Herzen. Und uns vor unserem Herzen, vor uns selbst verneigen, mit einem Danke für die Erfahrungen, die wir heute machen durften und die Zeit, die wir uns gemeinsam hier schenken. Und dann beginnen mit dem Aufrichten, wieder diese innere Mitte zu finden, dieses Lot nach oben, dort lebendig zu wachsen und die Augen wieder zu öffnen. Namaste und vielen Dank für heute.